Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch einen Blick in den Sephora Favorites Mega-Adventskalender werfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Sephora Favorites Adventskalender ist jedes Jahr ein Knaller. Jedenfalls ist das so meine Erfahrung und deswegen habe ich hier sehr große Erwartungen dran. Das Schätzelein ist ein bisschen kleiner geworden als die letzten Jahre, muss ich gestehen, oder als letztes Jahr. Schaut süß aus. 79,99 € habe ich dafür, meine ich, bezahlt. Mal gucken, ob wir hier auch einen derben Warenwert drin finden. Sephora Favorites und hier haben wir dann die Böckschen drin enthalten. Maxim hat den ja schon mal in den Himmel gelobt. Mal gucken, ob er recht behält. Wir starten mit der silbernen Nummer 1. Okay, es startet schon mal krass, denn wir haben hier die Baby Love Palette von Natasha Denona drin. Das ist natürlich krass, ne? Das kann man nicht anders sagen. Mit Natasha Denona einen Adventskalender zu beginnen ist definitiv schlau. Und du kannst damit auch einen Look schminken. Den so komplett als Transition Shade, den in die Lidfalte, den als Schimmerton, Highlighter dann in den Innenwinkel. Läuft. Schön. Die Nummer 2 ist riesig. Also die ist wirklich auch über beide Ebenen. Das sind nämlich zwei Ebenen. Und hier haben wir eine Tube drin. The Inky List Oat Cleansing Balm. Richtig gut. 50 ml sind hier drin und damit kann sogar sensible Haut gereinigt werden. Ich würde sowas als ersten Schritt der Double Cleansing Routine verwenden und danach halt nochmal irgendwie sowas Schäumendes oder irgendwas, was nochmal so richtig das Gesicht reinigt, ne? Aber finde ich echt cool. Mega. Hatten wir schon mal kleine Größen ab und an mit dabei, ne? Und das jetzt als Full Size, denke ich, ne? Cool. Cool, cool, cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir einen Klassiker drin von NARS, den Orgasm. 1,2 Gramm. Süß, klein, aber oho. Also ich finde, NARS Orgasm ist nach wie vor ein wundervoller Blush. Der ist schimmernd, ne? Und da hatten mir auch immer mal wieder welche geschrieben, Mensch, wie trägt man den denn auf? Wie kriegt man denn Farbe damit aufs Gesicht, damit halt nicht so viel Schimmer drauf ist? Also manchmal ist es so, das hört sich blöd an und bei 1,2 Gramm ein bisschen schwierig, dass die oberste Schicht sehr, sehr schimmerig ist, je nachdem, wie die dann ja auch produziert und gepresst wurden. Aber bei mir ist es so, wenn ich den mit einem etwas fester gebundeneren Pinsel auftrage, greift dieser Pinsel auch mehr das Farbpigment und nicht nur den Schimmer. Der Schimmer ist nämlich irgendwie leichter als die Farbe vom Pressing her, wahrscheinlich weil die Farbe auch von den Molekülen oder von den Pigmenten her generell kleiner ist, ne? Also ich trage das am liebsten mit einem festeren Pinsel auf. Ne? Also schön jetzt im Wechsel bislang, dekorative Kosmetik, Pflege, dekorative Kosmetik, dann kommt jetzt sicherlich Pflege. Hier haben wir die Nummer 4. Ich weiß nicht, ob ich das Orange von dem Adventskalender feiere. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich fand das Blau letztes Jahr irgendwie cooler. Hier haben wir, von Green, den Nail Polish Dark Pansy Quick Dry von Manucurist Paris. Und da sind 15 ml drin. Das ist so ein richtig dunkelroter Ton, der super zur Weihnachtszeit abgeht. Ne? Richtig, richtig cool. Mal gucken, was in der Nummer 5 drin ist, denn die ist ja auch schon wieder sehr, sehr groß. Oh, ja, hier kommen Augenpatches von Patchology. Einmal habe ich hier die Surf Chilled on Ice Firming Eye Gels. Lässt du nur 5 Minuten drauf. Richtig toll, mag ich sehr gerne. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die auch wirklich von der Wirkung her toll fand. Und dann haben wir auch noch die Rose Eye Gels. Strawberry Extract, hallo, hier bin ich, Resveratrol, Hyaluronsäure, auch hier ein paar drin enthalten, die lässt du 10 Minuten drauf. Sehr, sehr, sehr gut. Also so Augenpatches in Adventskalendern finde ich klasse und wenn du dann auch noch zwei Produkte in einem Kläppchen drin hast, finde ich das super. Weiter geht's mit Nikolaus. Übrigens so ein Tipp, den ich euch mal geben möchte. Ihr könnt, wenn ihr bei Sephora euch anmeldet, halt machen, dass ihr unlimited seid. Das kostet nichts, ne? Und dann könnt ihr, ich glaube, immer so für ein halbes Jahr oder so eure Lieblingsbrand auswählen und bekommt dann Prozente da drauf. Und je nachdem, was für einen Status man hat, sprich wie viel Kohle man da schon gelassen hat, bekommt man 10, 15, 20% halt entsprechend da drauf. Und ich habe aktuell Sephora als meine Lieblingsmarke angegeben und konnte deswegen, ich glaube, 15 oder 20% auf den Adventskalender sparen. Auf jeden Fall haben wir zu Nikolaus ein Lippi drin. Passion Lane. Von welcher Marke bist du? Von RMS. Ach, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Mal gucken, welche Farbe Passion Lane ist. Oh, eine tragbare Farbe. Schaut euch das mal an. Das begrüße ich ja immer, ne?
ein schöner Roséton, der nicht zu auffällig ist, aber trotzdem so ein bisschen mein Lips Bud Better sein könnte. Nice. Die Nummer 7 enthält eine Full Size von der Sephora Eigenmarken Mascara Size Up Extra, Volume Extra Large. Ja, finde ich gut. Finde ich klasse, macht auf jeden Fall Sinn, eine Mascara reinzupacken. Ja, die Sephora Eigenmarke hat super tolle Produkte. Ich liebe die Foundations von denen, die sind so gut. Und ja, finde es auch toll, dass die tatsächlich dann auch eine Full-Size-Mascara an Nikolaus uns kredenzen. Die habe ich in der Mini-Größe tatsächlich schon da. Also hier, ne? Dann kann ich euch direkt auch mal das Bürstchen zeigen, muss das gar nicht einblenden. Das ist ein Faserbürstchen, was so ein bisschen erdnussförmig ist und sehr, sehr lange Borsten hat. Ne? Damit kriegst du Volumen, Länge und so. Also ich komme mit sowas super zurecht. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Ach was. Good Girl Carolina Herrera Blush. 7 ml von dem Eau de Parfum. Oh mein Gott, bitte sei ein Sprayer. Bitte sei ein Sprayer. Bitte sei ein Sprayer. Bitte, bitte. Oh Gott, ich würde das so hart feiern. Schaut so aus, aber ich bezweifle, dass es ein Sprayer ist. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ich mache es jetzt mal vorsichtig auf. Ja, es ist kein Sprayer. Hm? Es riecht so gut. Ja, dann wisst ihr, wohin es kommt. Ne? Parfümminiaturen Adventskalender. Natürlich kann man sich das umfüllen in einen Sprüher und dann halt sich den Schuh einfach so hinstellen. Ne? Aber ja, nee, das ist nicht mein Vibe. Oh Gott, ist das hübsch. Oh. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Leichtes freuen. Ich glaube, da geht dekorative Kosmetik ab. Von Make-up Forever Aqua Resist Color Pencil in der Farbe 5 Bronze. Das wird sowas wie ein Eyeliner sein, denke ich mal. Waterproof Full Impact Guide Eyeliner. Yo, genau, so schaut der aus. Und ja, ein bronzefarbener Eyeliner, den kannst du dir dann auch wahrscheinlich zusätzlich auf die Wasserlinie geben, wenn du möchtest, oder halt als Eyeliner. Bei mir hält sowas leider nicht so gut, deswegen wird das nicht bei mir bleiben. Aber ich finde es schön, dass auch einfach nicht dieses klassische Schwarz drin ist. Auch in der Nummer 10 darf es mit einem sehr, sehr schweren Produkt weitergehen. Huch, da sind 2 Sachen drin. Hi. Ja, einmal so ein Produkt, das ist von der Sephora Eigenmarke, ist hübsch, ne? Ein Gua Sha Stein, das schaut einmal so aus. Ich habe aktuell den von Maxim in Anwendung, den finde ich einfach sehr, sehr gut und ich brauche keine 2. Wenn er mal irgendwann runterfällt, dann klar, braucht man nochmal einen neuen, ne? Aber ja, ich habe letztens mal in einem Video gefragt, nenn mir einen, der keinen Gua Sha Stein hat, und tatsächlich haben eine Handvoll Leute geschrieben, ich habe keinen. Fand ich witzig. Und dann habe ich hier von Seasonly Mask eine Gesichtsmaske. Illuminisierend und nährend. Ach, interessant. Mask Exfoliant, eine Peeling Face Mask. Okay, also wird das mit Säure sein. Da muss man sich mal ein bisschen schlau machen. 15 ml sind da drin. Ich weiß jetzt nicht, welche Säure da drin ist. Ich würde dann auf Fruchtsäure tippen, AHA, ne? Weil das würde dann ja illuminisieren. Da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man sich da ein bisschen rantestet. Aber ich glaube, da schaut euch gerne mein Video zu an, zu den Peelings, ne? Sind wir mittlerweile alle relativ aufgeklärt, hoffe ich. Lasst uns einen Blick in die Nummer 11 werfen. Das ist die erste Schnapszahl und Leute, der Adventskalender macht echt Spaß. Also für 80 Euro schon die Produkte, ne? Und das zur Halbzeit noch nicht mal, finde ich gut. Von Lano Lips haben wir was, also für die Lippen. Ointment. Hä? Ointment. Okay, 101. Multibomb mit Kokosnuss. Joa. Ne? 10 Gramm sind hier drin. Sehr, sehr pflegend, sehr, sehr angenehm. Mag ich sehr gerne leihen. Sowas verwende ich gerne abends, dass ich mir das so an mein Bett stelle und dann halt über Nacht verwende. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Und wir haben ja auch alle so Richtung Winter ein bisschen trocknere Haut. Jetzt sind wir bei der Halbzeit schon angekommen, die Nummer 12. Aber dadurch, dass der Adventskalender so abwechslungsreich ist, habe ich gerade echt, also es macht richtig Spaß. Von Rare Beauty habe ich hier was drin. Perfect Strokes Matte Liquid Lip, was? MAC Matte Liquid Liner. Ah, ein Eyeliner, okay. 0,9 ml sind hier drin und sage Lütgen, ist der hübsch. Das sieht so schön aus, wie so ein Stift halt, ne? Richtig cool. Oi. Hat auch meine Lieblingsspitze. Also richtig, richtig geil. Feiere ich total. Wie wunderschön kann ein Eyeliner sein? Ja. Ich sehe schon. Hier sind die Boxen auch nicht weniger groß. Hier habe ich jetzt die Eröffnung der zweiten Halbzeit, die Nummer 13. Hallo. Okay, hier kommt dann unser zweites Lippenprodukt.
relativ nah hintereinander von Laneige Lip Sleeping Mask mit Beere und roten Früchten. Oh, 8 Gramm finde ich toll. Ich denke, dass ich das auch mal ausprobieren werde. Ich hatte schon mal von Laneige irgendwie so einen, der war aber so braun und der war furchtbar, weil der halt, also der hat mein ganzes Kopfkissen mit angemalt, gefühlt. Das musste dann auch nicht sein, ne? Hier bin ich aber sehr gespannt drauf. Schauen wir uns mal den 14. Dezember an, was der so kann. Da habe ich was von Dermalogica drin. Richtig cool. Daily Microfoliant habe ich aktuell in Anwendung, weil ich auch den Dermalogica Adventskalender ausgepackt habe. Könnt ihr euch hier oben mal anschauen. 13 Gramm sind hier drin, da kommst du lange mit hin. Richtig, richtig cool. Das ist ein Enzympeeling. Und Enzympeelings kann man ganzjährig verwenden. Das ist eine sehr, sehr milde Form eines Peelings und finde ich großartig, dass wir das hier drin haben. Das ist auch nicht günstig. Werfen wir einen Blick in den 15. Dezember. Benefit lässt sich auch nicht lumpen, möchte auch mit dabei sein. Das Bene Tint mit 6 Millilitern haben wir hier drin. Kannst du für die Lippen verwenden, kannst du für die Wangen verwenden. Da sollte man, ich habe hier ein Haar, sollte man nur etwas vorsichtig sein mit den Fingern, weil das tintet dir alles ein. Also tatsächlich auch deine Pinsel, ne? Also vorsichtig mit umgehen. Ja, aber finde ich schön, dass es drin ist. Das ist auch eine gute, große Größe. Da kommst du Ewigkeiten mit aus. Sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Adventskalender unboxe. Mache, dann trägt sich ja ab und an der Lippenstift auch so ein bisschen ab, ne? Dass ich das halt unten drunter gebe und dann fällt das gar nicht so auf, wenn der Lippenstift sich ein bisschen abgetragen hat. Das ist schon cool. Wow, die Nummer 16 ist super schwer. Bestimmt was für den Körper. Nein, noch besser. Leute, das ist von Neom Perfect Night's Sleep. English Lavender, Sweet Basil und Jasmin. Also Basilikum, Jasmin und Lavendel. Eine Kerze ist das mit 75 Gramm. Und die riecht so intensiv, das weiß ich noch. Letztes Jahr hatte ich auch in irgendeinem Adventskalender diese Neonkerze drin oder in irgendeiner Special-Weihnachtsbox. Hammer. Hammer, hammer geil. Also du musst dafür Lavendel mögen. Und ich packe dich hier wieder rein, weil die so intensiv riecht. Gebet hier den ganzen Raum fluten. Eine Woche vor Heiligabend habe ich den 17. Dezember. Das fühlt sich nach Pflege an. Oi, das ist toll. Christophe Robin ist so ein Kopfhautpeeling mit 40 Millilitern. Kann ich euch so empfehlen. Ich hatte auch eine Full-Size davon letztens mal aufgebraucht. Das ist so schön. Ihr braucht davon ultra wenig, weil das sehr krass aufschäumt. Und damit könnt ihr eure Kopfhaut wundervoll peelen. Einmal pro Woche, maximal zweimal pro Woche empfehle ich das. Und das nehme ich mir doch direkt mal wieder mit runter, dass ich das in Anwendung nehme. So geil, das Zeug. Mega. Der 18. Dezember begrüßt uns in der Weihnachtswoche und er ist klein und hoffentlich fein. Oh ja, da darf Drunk Elephant drin sein. Proteini Polypeptid Cream, die hatte ich auch dieses Jahr schon irgendwo mit drin, aber nicht mit 15 Millilitern. Das ist schon eine große Geschichte. Und Drunk Elephant ist eine sehr, sehr geile Pflegemarke, die aber auch sehr, sehr geil teuer ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir die hier drin haben dürfen. Und eine Gesichtscreme hatten wir bislang auch noch gar nicht, ne? Cool. Am 19. Dezember habe ich ein sehr schmales Produkt. Oh ja, das passt natürlich. Sephora lässt sich hier auch wieder blicken, sage ich mal, im eigenen Adventskalender. 5 Milliliter in der Farbe 01 Always Red ist das ein Cream Lip Stain. Das ist ein sehr, sehr tolles Produkt, weil es sehr, sehr haltbar ist. Wenn das von der Konsistenz her so ist wie das, was ich letztens verwendet habe, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil das sehr dick ist. Aber ich glaube, dass das nochmal eine andere Konsistenz hat, weil ich hatte vor einem Jahr oder so so eine kleine Größe irgendwo mit dabei gehabt. Das ist so dick gewesen, das war super unangenehm. Aber ich glaube, das hier ist flüssig, oder? Ich glaube schon. Die Nummer 20 führt den Endspurt Richtung Heiligabend an. Bioma Clarifying Serum. Hier haben wir drin ein Triceramid-Komplex, also dreifach Ceramide. Mag ich gerne. Blue Tensi, das weiß ich nicht, was blauer Tensi ist. PHA und Zink. 30 Milliliter. PHA ist auch hier wieder eine Säure. Das muss man halt auch wissen, ne? Auch hier denkt an das Video, was ich euch schon eingeblendet habe. Denn man muss da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Hier steht zwar, dass du es morgens und abends verwenden kannst. Ich würde es eher abends empfehlen. Und auch im Winter. Lichtschutzfaktor, weil PHA ist eine Säure. Ja, und nicht täglich verwenden, würde ich nicht machen. Also sensible Hautmenschen. Ne? Die Nummer 21. Du hast so gerochen. Mhm. The Ritual of Mare Loving Body Cream mit 70 Millilitern mit Süßorange und Zedernholz. Ich liebe diesen Duft. Das ist einfach wirklich genial. Ich mag das auch ganzjährig richtig gerne. Nom. Aufpassen, dass man das nicht isst. Finde ich sehr, sehr schön. Und dass wir hier auch eine Körpercreme drin haben, ist durchaus eine sinnvolle Kombinationsgeschichte.
Also bislang hat wirklich jedes Kläppchen Spaß gemacht. Mal gucken, ob die Nummer 22 das auch so weiterführt von meinen Emotionen her. Ja, die ist ja geil. Ich meine, gut, es ist die zweite Mascara. Egal. Huda Beauty haut die One Coat Wow Mascara hier mit rein. Und Leute, die ist wirklich One Coat Wow. Die ist großartig. Die habe ich auch in drei Schichten aufgetragen. Da ist die Wow Wow Wee Wow. Und hammermäßig, hammermäßig. Das hier ist meine. Die habe ich letztens auch in einem Schminki gezeigt. Kann ich euch oben auch mal im i verlinken. Das ist so ein, ja, geiles Gummibürstchen, was teilweise erdnussförmig und teilweise bauchig ist. Ihr seht das, wenn ich das drehe, ne? Mega krass. Mega krass. Also Adventskalender werden ja super weit im Voraus geplant. Und dass die hier in diesen Adventskalender von 2023 so ein neues Produkt reinpacken, finde ich klasse. Mal gucken, was wir einen Tag vor Heiligabend machen dürfen. Denn da ist ein Klopper drin. Das ist ja riesig. Der Wahnsinn in Tüten. Jisoo, Honey Infused Hair Oil. Wie geil. Also cool. 20 Milliliter. Wie wunderschön sieht das bitte aus. Eine richtig hübsche Geschenkverpackung. Ich kenne das nicht. Jisoo, man weiß es nicht. Finde ich gut. Haarprodukt hatten wir auch noch gar nicht so super viele oder sowas drin, ne? Und das ist auch wirklich für die trockenen Haare richtig gut. Ja, was in der 24 ist, habe ich schon gesehen. Und das ist der Hammer. Denn ich habe überlegt, mir die tatsächlich auch zu kaufen, weil ich die doch irgendwie ansprechend fand, auch wenn ich, doch mittlerweile bin ich schon so ein bisschen Fan von auch kleineren Lidschattenpaletten. Und das ist eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, komm, wir können Freunde werden. Anastasia Beverly Hills, die Glam to Go Palette ist hier einfach drin, was so perfekt zu Heiligabend passt, ne? Das sind, ja, kühle Töne, aber also, schön, oder? Die kannst du im Alltag tragen, die kannst du intensiver zu Nachtlooks machen. Du kannst, das sieht so toll aus. Habe ich Bock drauf, freue ich mich extrem drüber, dass die in der 24 drin ist. Krass. Ja, auch dieses Jahr hat Sephora sich echt nicht lumpen lassen, ne? Mit dem Adventskalender haben die echt einen rausgehauen. Und ich finde auch für 79,99 ist das echt ein bombastischer Adventskalender. Wäre das Blush hier tatsächlich noch zum Sprühen gewesen, wäre das noch geiler geworden. Aber so, ey, wir haben ja so tolle Produkte, High-End-Marken drin, wo man sich hart drüber freut. Das sind brauchbare Produkte, nichts extrem Wildes oder so. Und deswegen feiere ich es. Ich finde es auch immer schön, Kerzen in Adventskalendern zu finden, weil das immer so ein bisschen, es hat was Romantisches, was ja auch irgendwie zur Weihnachtszeit passt, ne? So krasse Produkte, zwei Lidschattenpaletten, zwei Mascaras und ey, Wahnsinn. Ja, Maxim hat auf jeden Fall zu Recht behauptet, dass dieser Adventskalender großartig ist. Ob er der beste auf dem Markt ist, man weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den von Lookfantastic noch nicht hier und noch nicht ausgepackt. Ich weiß aber schon ein paar Produkte, die drin sind. Für mich persönlich lohnt er sich extrem, weil da mein liebstes Wimpernserum drin ist. Aber na, wir warten noch ab, was so kommt und wann er hier bei mir eintrifft. Vielleicht ist der auch schon da, man weiß es nicht. Dann habe ich euch das auch schon eingeblendet. Aber der Sephora Favorites Adventskalender ist einfach genial. Ich finde ihn großartig. Schreibt mir mal eure Meinung super gerne in die Kommentare. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.